Ich bin Christian Dormann, komme von der Universität Potsdam als ein Verbundpartner des Projektes MATHOCH 3. Die Technische Universität Dortmund ist der zweite Verbundpartner und beide Projektpartner sind auch Teil des Projektes DZLM, des Deutschen Zentrums für Lehrerbildung Mathematik. Dieses Zentrum hat sich der Aufgabe gewidmet, Lehrerinnen und Lehrer und Multiplikatoren zu qualifizieren. Und im Projekt MATHOCH 3 nehmen wir jetzt ganz konkrete Qualifizierungsmaßnahmen und reichern diese auch durch OER, Material und Kontexte an und untersuchen im Speziellen, wie Material verändert werden kann und welche Gelingensfaktoren dafür notwendig sind, dass Material konzepttreu verändert wird. Ein wichtiger, zentraler Punkt, auf den wir uns fokussieren, ist die Art und Weise, wie das Material von den Multiplikatoren verändert und angepasst wird für eigene Zwecke. Ziel ist es, dass das Material flexibel verändert werden kann, aber trotzdem noch konzepttreu bleibt. Also so, wie sich das der Urmaterialentwickler mal gedacht hat im Sinne der Fortbildung. Das ist nicht ganz einfach. Dafür werden wir Nutzungsanalysen zu Rate ziehen, werden uns also ganz genau anschauen, was die Multiplikatoren machen, werden daraus Leitfäden generieren und diese dann wieder in die Fortbildung zurückspeisen, um das als Hilfestellung für die Multiplikatoren auch zur Verfügung zu stellen. Das Problem oder die eigentliche Frage liegt jetzt darin, wie schafft man den Spagat zwischen einer strikten Vorgabe, wie Material zu verwenden ist, und trotzdem den Möglichkeiten, flexibel mit dem Material noch umzugehen. Und das ist ein Lernprozess, das muss man erlernen. Und dafür müssen wir in unseren Maßnahmen für die Multiplikatoren einfach Handreichungen mit anbieten, anhand derer die Multiplikatoren das erlernen können, wie Material verändert, adaptiert werden kann, dass es immer noch konzepttreu bleibt. Unter der Zwei-Ebenen-Qualifizierung verstehen wir die Fokussierung auf zwei Zielgruppen. Das heißt, die Qualifikation zwei unterschiedlicher Zielgruppen, die miteinander agieren. Das sind zum einen die Multiplikatoren, die Mathematikmultiplikatoren, die im Umgang mit OER-Materialien qualifiziert und sensibilisiert werden und bei denen auch ganz konkret das Anpassen und Verändern von Material Gegenstand der Fortbildung und der Maßnahmen sind. Zum anderen Fokus auf die Materialentwickler selbst. Die wollen wir dahin qualifizieren, dass sie den Multiplikatoren eine Art Hilfe oder Leitfaden mit an die Hand geben zum Material, wie dieses Material konzepttreu weiterentwickelt werden kann. Denn das ist etwas, das haben wir festgestellt, das fehlt den Multiplikatoren und das sollten die Materialentwickler mitdenken und dahin wollen wir sie kompetent machen.